Hier im TeamSpeak. Wie soll ich denn das machen? Ja, du machst eine Whisperliste, du setzt mich da kurz drauf und whisperst mich an. Wieso denn? Weil ich testen will, ob der den Sound übernommen hat. Oh, darf ich erstmal hier kurz mal zum nächsten Einsatz fahren? Officer, könnten Sie bitte Ihren Kollegen schnell aus dem Auto rausziehen, damit ich Ihnen helfen kann? Ich glaube, der hat einen Zuckerschock bekommen oder so. Ja. Oder schreiben Sie Ihren anderen Kollegen an, dass er ruhig bleiben soll. Ich glaube, der ist geschockt, weil der reagiert auch nicht. Ach du meine Güte. Super. Dass ich gerade losgeflogen bin, direkt den Heli verloren habe. Sie müssen Ihren Kollegen rausschubsen. Hm. Brutus. Oh oh. Ist der da jetzt auch noch gestorben? Ah, nee, Brutus, der ist noch irgendwie normal gestorben, der kostet das gerade. Ja, der ist verhungert, schätze ich mal. Ja, aber der ist jetzt normal gestorben direkt. Der ist halt niemals respawned in der Zeit gekommen. Ist okay. Niemals derweil nochmal getötet worden. Okay. Tschüss, Hibbert. Wusste ich's doch, ja, er hat einen Zuckerschock gekriegt. Das kommt, weil er so viele Donuts andauernd frisst. So, stehen Sie auf! Verdammt, ich habe ihm die falsche Spritze gegeben, jetzt ist er tot. Na super. Warum machen Sie das denn? Ja, bei der Eile, da passiert sowas mal, dass man die Spritzen vertauscht. Haben Sie das gesehen? Der da vorne hat einen Koffer aufgehoben. Ja, da war ein bisschen Hasenfleisch drin. Darf ich das bitten? Nein. Würden Sie Ihren Kollege bitte schnell entwaffnen? Ja, Herr Brutus. Ja, Ma'am? Sir? Die Frage ist, warum haben Sie Ihnen die falsche Spritze gegeben? War das vorsätzlich? Nein, das war durch die Aufregung. Wir haben einen Praktikanten jetzt bei uns in der Praxis und der macht uns immer die Taschen fertig. Ich schätze mal, dass es dadurch kam. Aber Sie müssen ja wissen, Herr Brutus, der Kostas, der war ja da mit Ihrer Frau mal am Werk. Das kann ja sein, dass die Rache ist. Nee. Kann ein Polizist mal kurz mit mir ins Privatgespräch kommen? Wieso? Haben Sie keine Freunde? Sorry. Scheinbar. Ja. Kann ich seine Uhr haben? Die ist mehr wert als meine. Hey, die ist doch so, normal. Herr Walter, ich möchte nicht, dass Sie nochmal für die Zeit aufsammeln. Okay, Maus, können Sie die Fesseln nehmen? Wenn er tot ist, ne? Dann können wir sich ja, schon mal ja, an Rolex begleiten. Ja, die Gegenstände wurden jetzt entfernt und das nächste Mal müssen wir bei der Antike. Okay, er hat nichts Interessantes dabei, was ich gebrauchen könnte. Schade. Okay. Was machen wir denn mit ihm? Komm, Sie packen vorne an, nicht hinten, und dann heben wir ihn hoch und dann räumen wir ihn weg. Ich glaube nicht, dass okay, der gute Dayton das jetzt auch schafft. Der hat ja Spannarme, der ist ja nur ein Polizist. 3, 2, 1 und hoch. Oh, ist mir rausgeglitscht. Kriegen wir nicht mehr hin. Na Mann. Ja. Rifleman, 1½, please. Er hätte mal nicht so viele Donuts essen sollen, dann wäre es nicht passiert. Herr Kostas, jetzt hat Ihr Bruder gestorben. Ja. Oh, toll. Oh, scheiß verdammte Bumshacker, ey. Oh, was zum... Ach, nö. Gäb's immer, ey. Die kacken mich an, die Wichser. So eine Schmalt-Kack. Du kannst doch alte 4 schießen, ne? Wow, lustig. Guck mal, da gibt wieder ein Hacker zu, dass er einen kleinen Penis hat. Kann mir jemand helfen? Aber ich glaube, der hat gar keinen. Na gut, Hacker kann man das nicht nehmen, er hackt ja nicht selber. Ist ja eher ein Script-Kitty. Mit fertigem Programm. Na gut, was soll's. Kommt wieder kurz Werbung. Und dann spielen wir weiter, wenn das Server läuft. Gold und Credits. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Da kann ich jetzt mal den Dings auf die Whisper-Liste setzen. Ja, jetzt hast du Zeit.